Ton? Läuft! Kamera? Läuft! Klappe! Schrei nicht immer unsere Zuschauer an. Sag erstmal Hallo. Oh, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tricky-Magazin. Wie man sieht, geht es um Karneval. Oh nein. Oh doch. Was findest du überhaupt so toll an Karneval? Es ist so kalt. Dieses Jahr sogar noch kälter als letztes Jahr. Und jetzt willst du Karneval feiern? Ja, klar. Aber was findest du überhaupt so toll an Karneval? Einfach alles. Was heißt alles? Ja, der Rosenmontagszug zum Beispiel. Ach, da kennt sich jemand aus. Ja, vielleicht weiß ich nicht so viel darüber, aber Anne und Mona wissen mehr. Na dann, Film ab. Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt Karneval. Auch der Elverrat, der Vorstand des Karnevalvereins, trifft sich an diesem Tag zum ersten Mal. Aber woher kommen eigentlich die ganzen Elben? Elfen. Nein, Elben. Ich meine natürlich, woher kommen die Elben? Von 1789 bis 1799, in der sogenannten Französischen Revolution, wollten die französischen Bürger in ihrem Staat mehr politische Mitsprache und Gerechtigkeit. Ihr Motto waren dabei die Worte Egalité, Liberté und Fraternité. Auf Deutsch Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Doch nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa versuchten die Bürger, mehr Rechte zu erhalten. Dies wollten die Herrschenden, Adligen und Könige natürlich verhindern. Sie versammelten sich nach Ende der Revolution im Jahre 1815 zu einem Kongress in Wien, um die Revolution und ihre Folgen rückgängig zu machen. So wurde es verboten, sich in der Öffentlichkeit politisch zu engagieren, damit nie wieder eine Revolution ausbrach, die die Macht und den Einfluss der Adligen gefährdete. Doch auch dieses Verbot konnte die Gedanken der Revolution nicht vertreiben. Was vorher in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, verlegte man nun einfach ins Private. In diesen so gegründeten Karnevalsvereinen wurde zwar angeblich nicht über Politik diskutiert, aber in der Wirklichkeit sah das ganz anders aus. Aber was hat das jetzt mit den Elben zu tun? Also, das ist eigentlich ganz einfach. Da es den Bürgern nicht erlaubt war, Kritik an der Regierung und der Politik ihres Landes frei zu äußern, mussten sie ihren Protest auf eine andere Weise zum Ausdruck bringen. So setzte man die französischen Schlagwörter der Revolution Egalité, Liberté und Fraternité zu einem Wort zusammen, welches man nicht verbieten konnte. Die deutsche Zahl 11. Der Vorstand eines Karnevalvereins wurde aus Spott Elverrat genannt. Auch die heutigen Gardekostüme sind an diese Zeit angelehnt und stellen die damaligen Uniformen des Militärs dar. Die Karnevalsumzüge finden heute meist am Nelkensamstag, Tulpensonntag oder am Rosenmontag statt. Jedoch fängt Karneval selbst schon am Weiberdonnerstag an, an dem viele Schulen schon frei haben. Einige haben jedoch noch Unterricht, wohin die Schüler oft verkleidet kommen. Karneval endet mit dem Aschermittwoch, dem Beginn der christlichen Fastenzeit. Karneval selbst ist jedoch kein rein christliches Fest. Es war ursprünglich dazu gedacht, den Winter auszutreiben. Die Christen jedoch nutzen Karneval als Grund, um vor dem Fasten noch einmal richtig zu feiern. Hey, wenn ihr noch keine Verkleidung für Karneval habt, kein Problem, wie ihr eine basteln könnt, zeige ich euch jetzt. Wir basteln eine Giraffenmaske. Dazu benötigt ihr die Vorlage, die ihr euch auf unserer Homepage ausdrucken könnt, einen rosafarbenen Buntstift und einen Kuli, ein Gummiband, ein Kleber, am besten benutzt ihr Flüssigkleber, eine Schere, Moosgummi in den Farben Braun, Schwarz und Gelb und eine Nadel. Zuerst nehmt ihr die Vorlage und schneidet diese aus.
schneidet dabei die Hörner der Giraffe im Halbkreis ab. Vergesst dabei die Löcher für die Augen nicht. Ich hatte noch eine zweite Vorlage, bei der ich die Hörner der Giraffe einzeln ausgeschnitten habe. So fällt das Umranden auf dem Moosgummi leichter. Beim Umranden fangt ihr am besten mit dem Kopf an, dabei dürft ihr die Augen nicht vergessen. Und zum Schluss malt ihr verschiedene große Punkte auf das braune Moosgummi. So entstehen nämlich die braunen Flecken der Giraffe. Nun heißt es wieder ausschneiden. Bei den braunen Flecken könnt ihr euch von euren Eltern oder Freunden helfen lassen, sonst seid ihr sehr lange damit beschäftigt. Wenn ihr nun alles fertig ausgeschnitten habt, klebt ihr zuerst die Hörner und die Wimpern der Giraffe auf. Bevor ihr die braunen Flecken aufkleben könnt, macht ihr mit der Nadel zwei Löcher für das Gummiband. Die beiden Löcher sollten in der Höhe der Augen sein, damit es später gut um euren Kopf passt. Dann klebt ihr die braunen Flecken auf, dabei könnt ihr euch wieder helfen lassen. Denkt daran, alles gut trocknen zu lassen. Nun nehmt ihr das Gummiband, schneidet es so zurecht, dass es um euren Kopf passt und dass noch genug zum Festknoten übrig bleibt. Zum Schluss knotet ihr es fest und fertig ist eure Maske. Und? Gehen wir jetzt zum Zug? Nun hast du doch sicherlich Lust auf Karneval. Nö. Und ich wette, das stimmt mir der Großteil Trier zu. Wetten nicht. Wetten das. Top. Die Wette gilt. Und was wetten wir? Wenn ich gewinne, musst du für den Rest der Moderation dich verkleiden und die Maske tragen. Wenn ich gewinne, musst du deine ganze Verkleidung ablegen. Okay. Und wie stellen wir das jetzt fest? Wir machen eine Umfrage. Ja. Wie und warum feiern Sie denn Karneval? Weil es die Zeit ist, in der alle Spaß haben, man sich ganz verrückt anziehen kann, alle locker sind. Ja. Nee, ich bin nicht so der Fan davon, also meistens. Warum bist du denn kein Fan von Karneval? Ja, also ich finde es ein bisschen übertrieben, wie da alle so rumlaufen und so kostümieren, das ist auch nicht so meins. So, do you like Karneval? I think so, yeah. Why? Well, I think it's a way to, well, a better way to let people to stay together, maybe to have fun, meet other people, I don't know. What do you think? I think it's a good thing. Like in Italy, I came from near Venice, so for me it's like usual to do a big party for Carnival and something like that. And also it's an opportunity to meet people, to meet each other. But after 2 days of Carnival, like bye bye. See you next year, is that?
Warum feiern Sie denn Karneval oder feiern Sie überhaupt Karneval? Ich feiere keinen Karneval, weil ich aus Thüringen komme. Da wird kein Karneval gefeiert. Da wird Karneval nur in bestimmten Gegenden gefeiert. Aha! Unentschieden! Moment, da fehlt noch ein Clip. Nun, jetzt sind wir bestens für den Karnevalszug vorbereitet. So wie Mona und Raphael. Die beiden sind nämlich schon im Zug und haben ein paar gute Tipps für euch, was ihr in der Karnevalszeit machen könnt. Wir befinden uns gerade auf dem Trierer Rosenmontagsumzug, der dieses Jahr, wie ihr sehen könnt, abends stattfindet. Nun haben wir ein paar Tipps für euch für die Karnevalszeit und ja, zuerst einen Buchtipp für euch. Passend zu meinem Kostüm habe ich euch das Buch Der Karneval der Tiere mitgebracht. Dort wird eine ausgelassene Feier der Tiere präsentiert. Dazu gibt es noch eine CD mit dem musikalischen Werk von Camille Sassin. Als nächstes haben wir einen Filmtipp für euch. Der Film heißt I Love You. Bei dem Film konnten alle möglichen Leute ihre selbstgemachten Karnevalvideos, zum Beispiel mit dem Handy oder so, einschicken. Daraus wurde dann ein Film gemacht. Der Film ist, selbst wenn ihr nicht Karneval feiert, eine gute Gelegenheit, um euch Karneval näher zu bringen. Zum Schluss noch ein kleiner Seitentipp. www.kidsweb.de. Dort klickt ihr in der rechten Spalte auf Winter, dann in der oberen Ecke auf Faschingsspezial. Dort könnt ihr gucken, wie der Karnevalsbrauch entstanden ist und schöne neue Ideen für euer neues Kostüm finden. Und jetzt, hello! So, ich lasse dich jetzt mal alleine und verabschiede mich. Viel Spaß beim Abmoderation. Warte, ich komme mit, aber nur wegen der Süßigkeiten. Achso. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder sonst was. Und tschüss!